Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Grim Legends, das Lied des dunklen Schwans. Ganz viel Wimmelbildliebe mal wieder bei mir hier auf dem Channel. Wir müssen irgendwie dieses total außergewöhnliche Schloss öffnen, was so wahrscheinlich so außergewöhnlich ist, weil es wirklich nur einen normalen Schlüssel benötigt. Aber hier ist noch irgendwas. Ein Puzzleteil. Jetzt haben wir 3 von 5. Das hilft mir immer noch nicht weiter. Wir müssen halt immer noch dieses komische Schloss... wir müssen immer noch das Schloss irgendwie öffnen. Ich habe aber keinen Plan, wo hier ein Schlüssel sein soll. Momentaner Schauplatz. Okay, wir haben hier keine Aufgabe mehr verfügbar. Das heißt, irgendwo... Warum haben wir eigentlich diese blöden Netzhemden? Nessel. Brennnesseln sind das. Nein. So. Fuß des Turms. Da waren wir, glaube ich... Oh, da waren wir noch gar... Er ist gefallen. Oder hat ihn jemand hin und runter gestoßen? Vielleicht ist er einfach auf... Das war so ein Astkracher. Der wollte hier auf den Ast klettern und dann ist der Ast halt runtergefallen. Oh nein. Er ist tot. Eine goldene Feder. Sie könnte wichtig sein. Jemand hat ein Papier um seinen Hals gebunden. Ich frage mich, was darauf steht. Mach doch einfach den Knoten lose. Und, lies, was da steht. Schüler, finde 20 Hinweise. So, wir haben ein Amulett. Ein Juwel, okay. Ein schwarzer Schwan hält ein Baby. Sehr seltsam. Als wäre das das Einzige, was hier seltsam ist. Okay, hier wissen wir schon, wo wir die Puzzleteile brauchen. Da ist noch eins. Grüner Glibber. Gelber Glibber. Wie komme ich denn auf grün? So, haben wir denn hier noch irgendwas? Hier können wir wieder Schmetterlinge vertreiben. Wenn ich doch bloß ein bisschen größer wäre. Ja, wir wissen doch. Du hast doch eine Schwalbe dabei. Die kann uns das da bestimmt besorgen. Eine Seite aus dem Tagebuch der Königin. Weiße Schwäne und ein Kind. Was? Vielleicht glaubt man in diesem Land, dass ein Schwan und nicht ein Storch ein Baby bringt. Das hat sich gereimt, fällt mir gerade auf. So. Immer diese... Kann ich hier... Nee, das fließt da raus. Ja, das haben Bäume so an sich, dass da Harz rausfliegt. Die Leiche lassen wir einfach da liegen. Das ist auch vollkommen egal. Huch! Ah, schon wieder so ein Sammelding. Okay, wir brauchen noch ein Puzzleteil, aber wir haben jetzt das Amulett und ich glaube, das gehört hier rein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da fließt das Wasser wieder. Und das Einzige, was wir uns nehmen, ist ein kleiner Topf. Achso, vielleicht können wir mit dem kleinen Topf das Harz am Baum auffangen. Ja, ein Topf mit Harz. So, da weiß ich auch, wo wir das brauchen. Damit kleben wir nämlich den Lappen sehr hart. Ich sollte es schmelzen. Das müssten wir doch hier drinnen schmelzen können, oder? Stellen wir einfach mal da drauf. So, jetzt müssen wir natürlich ganz schnell nach da draußen. Ja, ganz schnell, damit das heiße Harz nicht kalt wird. So, jetzt ist das schon mal dicht. Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich tatsächlich nur noch den Schlüssel. Können wir vielleicht hier mit der goldenen Feder? Nö. Sagt uns an im königlichen Wald eine güldene Feder. Achso, die müssen wir wahrscheinlich einfach reinstellen und dann passiert irgendwas. Ganz magic. Boah, wie geil. I, King of the Swan Kingdom, must confess my sins. The accounts shall be recorded in these golden feathers for safekeeping. Long ago, I built these shrines as a way to collect and sort my own private thoughts. Now, sitting among the ruins of what was once my great kingdom, I will use them to explain how all this came to pass. Recording this confession may be the last thing I ever do. The dark magic that destroyed this land is slowly killing me too. And it's all my fault. Okay. Kleinen Moment. Das war also der König des dunklen Königreichs und es war alles seine Schuld. Na, wenigstens hat er es eingesehen. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr. Wir können jetzt mal zurück. Am Fuße des Turms war das, genau. Da ist nämlich das Putzle. Tun mal die Teile da rein. Oh, schon wieder so ein Vertausche-Ding. Das liebe ich ja. So,
Das haben wir schon mal richtig vertauscht. Aber, was müssen wir denn hier? Ich vermute. So, das ist auch richtig vertauscht. Das sitzt auch schon richtig. Allerdings muss ich das Ding da raus. Also brauchen wir noch das da. So. Das haben wir schon mal. Da oben müsste irgendwo, da müsste so eine... Könnte das das sein? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Oder vielleicht das hier einfach. Oh, das war schon richtig. Und dann hier oben wahrscheinlich das da irgendwie. So, das ist damit auch schon richtig. Das geht ja hier ratzfatz. Das haben wir auch. Das auch. Und hier hinten wird die Form jetzt etwas schwieriger. Das ist auch schon richtig. Irgendwas mit orangenen... Nee, das passt da nicht rein. Vielleicht das da? Ja, das passt besser. Ich glaube, nee, das passt da überhaupt nicht. Passt das? Das da ist da richtig, aber hier unten, das ist noch falsch. Die Frage ist nur, irgendwo so mit so einem grünen... Nein, 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 nein. Hör auf zu, ich will das nicht überspringen. Nee, halt, das ist richtig. Das ist falsch. Das da ist auch noch nicht so ganz richtig. Ich glaube, das gehört hier hin, oder? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wo muss denn das Teil da hin? Also bis hierhin haben wir alles richtig. Das da ist eigentlich auch richtig. Muss das vielleicht da runter? Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur die, glaube ich, wieder tauschen. Nein! Die müssen wir, glaube ich, wieder tauschen. Ja, super! Jetzt haben wir noch da oben das. Also müsste das wahrscheinlich hier hin. Das ist richtig, das ist noch falsch. Aber welches muss hier hin? Das versteht, das blicke ich gerade noch nicht so ganz. Auf jeden Fall... Das ist da auch so richtig. Das ist noch nicht... Jetzt müssen wir wahrscheinlich das nach da oben. Das nochmal tauschen. Und wir haben das Rätsel gelöst. Wir bekommen... Hallo? Achso. Was ist denn das? Kann man das für die Magie verwenden? Nein, so ein... Oh, oh. Uah, ganz schön unheimlich. Ja. Ähnlich den Medaillons, die ich im Gemach der Königin gefunden habe. Hör auf. Ja, was soll ich denn jetzt hiermit anfangen? Ich kann das nicht. Farbenfrohes Garn. Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hau hier erstmal ab. Ich hatte gesehen, irgendwo war noch was, und zwar im königlichen Wald. Da gucken wir einfach nochmal. Hier ist nämlich noch irgendeine Aufgabe verfügbar. Ich habe ein toten Körper neben dem Turm. Ich werde es sofort anschauen. Right away. Cool, der kann sich einfach wegbeamen. Das ist ja auch geil. Ja, ich vermute, wir sollten dem mal hinterherlaufen. Wo ist denn jetzt der König? No one touches the body. King's orders. King's orders! Kann ja auch noch was anderes sagen, außer King's Orders. Ich ziehe ihm einfach so ein Netzhemd an und dann... Ja... Kann ich vielleicht hier mit Netzhemden irgendwas anfangen? Nein. Was soll ich denn... Ist dies ein echtes Auge? Wow, 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 wow. Ja, ich habe gerade keinen Plan, was ich machen soll. Was sagen denn meine Aufgaben? Versuche einen Weg zu den Inseln zu finden. Okay, und was sagt unsere Karte? Die sagt, hier, Fuß des Turms. Aber hier ist doch sonst nichts mehr. Das Gefängnis der Königin. Hier ist noch ein Schmetterling, aber der hilft mir ja nicht weiter. Kann ich das nicht einfach wieder zumachen oder so? Was soll ich denn hier machen? Hä? Oh Gott, ja, okay. Der Schlüssel, meine Güte.
für dieses seltsame Schloss, dass man ausnahmsweise mal mit einem... Die Schwalbe muss... Was? Was? Nee. Auf hoher See beschreite das Schwanenboot für die Reise vor. Dann folgen wir mal dem Schwan auf die hohe See. Mhm. Oh nein. Watch out. No. Was ist das jetzt? Ein Buckelwal oder so? Im See? Oh nein, ein Bootsunfall. Filmsternchen, überspringe die ersten 10. Boah, Leute, was denkt ihr euch eigentlich für komische Achievements hier aus? Gibt's auch noch eins für überspringe die ersten 10? Hä? Wer ist das denn? Und wer sind wir? Ich frag mich immer noch, wen wir hier. Goodness, you're alive. We need your help. Find the burnt house in the forest. You will find your answers there. I must go. You're not safe with me here. Who was that man? He saved my life, then he just vanished. Then he just vanished. Ja, der ist einfach abgehauen. Oh, wie süß, ein kleiner Otter. Oh, der ist hier in dem Netz. Ich glaube, wir müssen ihn aus dem Netz befreien. Aber wir brauchen erst irgendwas, um das zu zerschneiden. Was haben wir hier noch? Die Steine sind viel zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Ich brauche eine Art Hebel. Ja, aber warum sollte ich denn die Steine irgendwie... Warum sollte ich die Steine... Hier können wir ein Paddel mitnehmen. Das riecht aber ganz schön streng. Ich muss aufpassen, dass der Gestank nicht in meiner Kleidung hängen bleibt. Hä, die ist doch eh die ganze Zeit draußen unterwegs. Das riechst du doch nach 5 Minuten sowieso nicht mehr. Okay, da brauchen wir... was ist das denn? Was für eine widerliche kleine Kreatur. Allerdings, was ist das denn für ein hässliches Vieh? Alter! Klopf, klopf, ob darin Feen sind? Ja, klopf doch mal, vielleicht macht ja jemand auf. Schmetterling, weg. Hier geht's schon überall weiter. Immer diese... Ich könnte den Fluss überqueren, wenn ich an den Baumstamm herankäme. Vielleicht hilft dir ja diese Muschel. Aber Muscheln sind doch scharf. Kann man mit denen nicht Netze durchschneiden? Ja. Der Schrein... Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Der ähnelt dem, den wir gefunden haben. Da brauchen wir halt wieder wahrscheinlich eine goldene Feder. So, kann ich vielleicht mit der Muschel hier irgendwie die... Ich bin gut. Um das Netz zu entwirren, musst du die Schwimmer verschieben, bis sich keine weiteren Linien überkreuzen. Was? Okay. Ich muss das mal so ein bisschen auseinander sortieren hier. Ach du Heiland. Wie soll das denn? Hallo, wie soll das denn bitte schön gehen? Ich brauche, glaube ich, mal mehr Platz. So. Wenn ich jetzt das da in die Mitte schiebe, dann habe ich schon mal eine weniger. Dann schiebe ich mal die so ein bisschen, damit ich wieder Platz habe, weil ich, ganz ehrlich, man sieht das ja hier kaum. Aber wo soll ich denn jetzt damit hin? Muss der vielleicht nach außen? Und dann der nach innen? Nee, das... Er gibt eigentlich genau das Gleiche. Alter, was für ein grauseliges Spiel. Wie soll das denn funktionieren? Hier überlappt sich doch immer irgendwas. Dann... Wie bitte, wie? Erklär mir mal einer dieses Spiel. Wir müssen aber trotzdem den kleinen Otter... Ach so, hat sich nichts überlappt. Was? Egal, wir haben den kleinen Otter befreit. Hallo, kleiner Otter. Oh, da du den Otter aus dem Netz befreit hast, wird er dich auf deiner Reise begleiten. Oh, den Otter finde ich viel schöner als die komische Schwalbe. Finde das niedergebrannte Haus, von dem der Fremde gesprochen hat. Der hat von einem niedergebrannten Haus gesprochen? Was?
Noch nicht mal Süßigkeiten helfen hier weiter, ja. Also wir haben ein Netz, ein Ruder und Netzhemden. Mit unserem Netzhemd stelle ich mir ja eigentlich was anderes vor. Können wir nicht das komisch hässliche Vieh mit dem Paddel... Nee, vielleicht mit dem Netz. Nein, auch nicht. So, dann müssen wir mal gucken. Kommen wir vielleicht mit dem Netz an den Baumstamm? Das Netz ist nicht groß genug. Ja, dann verbinde doch das Netz mit den Netzhemden. Können wir hier vielleicht mit dem Paddel das einschlagen? Nein. Ich bin verwirrt. Was sagt denn unsere Karte? Also wir haben an beiden noch irgendwelche Aufgaben. Okay, hier brauchen wir einen Hebel. Vielleicht mit dem Paddel. Huch! My goodness! The blood! He's dead! Er ist Vater! Und er sieht aus wie ein Samtumhang. Sehr edle Kleidung. Der Körper ist noch warm. Er kann nicht länger als eine Stunde tot sein. Der liegt im Wasser. Ich glaube kaum, dass der Körper, wenn er eine Stunde im Wasser liegt, noch wirklich warm ist. Aber okay, so. Jetzt nur noch hier im Inselwald. Wir hören uns, glaube ich, erstmal an, was uns der komische König zu erzählen hat. It started after my wife gave birth to our eighth child. It was a time of peace between the Swan and Eagle Kingdoms. I'm ashamed to admit this, but peacetime and everyday family life bored me tremendously. I had always been interested in magic, but in those soft, easy times, that interest grew into an obsession. I knew my wife wouldn't understand, and my subjects would abhor me, so I practiced the arcane arts in secret. It was my guilty pleasure, my forbidden fruit. That's when she appeared, the sorceress. The Sorceress. Die Hexe, ist das doch die Zauberin. So, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Einen türkisen Kristall. Dieses Spiel verwirrt mich immer weiter. Können wir dieses Vieh vielleicht mit dem türkisen... Nein. Können wir das mit dem... Was? Toter Schwan? Was stand da? Ach, inneres Schwanenamulett. Schwanenamulett. Können wir vielleicht die mit dem türkisen... Nein. Wir kriegen die ganze Zeit nur Sachen, bei denen ich keine Ahnung habe, was wir damit anfangen sollen. Können wir das Vieh vielleicht mit dem Otter vertreiben? Das sollte ich nicht tun. Die Schnecke ist sicherlich giftig. Können wir den Otter vielleicht hier hinschicken? Der Otter möchte nicht näher an die Tür herantreten. Ja, wofür habe ich den denn dann überhaupt? Also hier, Inselwald. Das Netz, da kam doch irgendwie, das ist nicht groß genug, oder? Das Netz ist nicht groß genug. Irgendwas müssen wir mit dem... Na klar, der kleine Otter kann uns natürlich helfen. Ah, weil der ist so stark, der kann diesen ganzen Baumstamm hier einfach... So, und jetzt können wir hier wahrscheinlich drauf gehen. Und kommen auf die andere... So, oh je, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Hier haben wir wieder so einen blauen Kristall. Hier ist bestimmt auch wieder so ein Sammelding, aber das sehe ich jetzt auch nicht. Das wichtigste Element fehlt. Ja, der Schlüssel, wie immer... Ich weiß nicht, warum die immer alles... Ich ist alles abgeschlossen. Was haben wir denn hier noch? Ich glaube, ich weiß, wo die Amulette hin... die Steine hingehören. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich noch einen... In diese Aussparungen gehören magische Kristalle hinein. Ja, nehmen wir einfach den hier noch, der hier mal so rumliegt. Ist hier noch was? Stinkende Kräuter. Sicherlich giftig. Hallo, du bist Heilerin. Die sind sicherlich nützlich für dich. Also pack die besser mal ein. Warte mal, da war ein Schmetterling. Den kann ich vertreiben. So, jetzt machen wir den mal noch da rein. Und, was passiert? Wump. Toll, alle kaputt gegangen, oder was? Na, das hat ja... Mir ist ein Fehler unterlaufen. Versuchen wir es nochmal. Ach so, man muss hier so ein Beat spielen und dann geht das... Toll, alles kaputt. Voll für den Arsch. Is that you, little P? Not you? Oh, sorry.
You humans all look the same. Anyways, thanks for taking these things off me. I'll let you pass. Was bist das, du kleiner P? Okay, also hier ist das... Ach, das ist das abgebrannte Haus? Nee. Ach, da geht's zum abgebrannten Haus. Okay. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Dann würde ich sagen, bevor wir uns auf den Weg zum abgebrannten Haus machen, bedanke ich mich bei euch für immer wie immer... Bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Ja, ich bin ein bisschen durch. In der nächsten Folge besuchen wir dann das abgebrannte Haus. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich meine, es ist ganz viel Wimmelbildliebe, ganz viel Unlogik und eine super spannende Geschichte. Egal. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, würde ich sagen. Ciao.